Schwer Nummer 2. Und ich mache das wieder alleine. Wo muss ich hin? Zu den Docks, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah, das ist dort, wo die Ladung explodiert. Ich mache jetzt da völlig hier. Ich hole was ab, was schon mühsam genug ist, aber dann explodiert die Ladung und ja, diese Mission geht eigentlich noch, aber. Ein ungetuntes Fahrzeug habe ich hier. Glaube ich nicht mal schusssichere Reifen. Ist so, wie ich es auf der Straße gefunden habe. Holla, die Waldfee. Schon da ein Viertel, ein Teil der Panzerung weg. So, dieses Mal benutze ich die Gleise. Ich weiß nicht, ob das was hilft.
Ja, das fängt an zu brennen, so oder so. Das fängt an zu brennen, auch wenn ich es da geschickt mache. Also das lässt sich nicht verhindern, dass das in die Luft geht. Ja, MC-Fahrzeug habe ich nicht zur Verfügung. Kann keinen Heli kommen lassen. Müsste ein Heli als persönliches Fahrzeug, vielleicht würde das klappen. Mission, wo ich mich reinschleichen muss, ich weiß es nicht mehr. Ist immer so zweigeteilt. Jede Mission hat so dasselbe Grundmuster. Ist immer so zweigeteilt. Zuerst Schießerei am einen Ort, dann Schießerei am anderen Ort. Und hier auch jetzt. Die Waffe wieder wechseln. Eben das hier heimlich still und leise machen wollte ich beim ersten Mal schon und ist beim ersten Mal schon nicht. Ist nicht vorgesehen in der Spielmechanik. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ist immer dasselbe, es ist so ruhig, sie lockt einem nach vorne und dann. Man nimmt überdurchschnittlich Schaden, sie nehmen keinen Schaden.
Der Wagen auch nicht explodiert, jetzt endlich. Muss ich da nicht mehr lange suchen? Beim ersten Mal habe ich da sehr lange gesucht. Das Gras soll ich nehmen, die Waffe kann ich nicht nehmen, schade. Ja, dumm von mir, aber ich wollte da gleich ums Eck rum. Wie dumm von mir, aber vielleicht habe ich ja einen neuen Wegpunkt, wer weiß. Schleiche ich mich da durch die Mission durch? Nein, wirklich, die Gegner, oh, ziemlich, ja, es ist mühsam zu spielen, es ist auch nicht spannend zu spielen. Und erledigt. Macht sogar halbwegs Spaß, aber gibt nur $3000.